Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen von Hewlett Packard Enterprise und Netmedia Europe darf ich Sie herzlich willkommen heißen zu unserem ZDNet Podcast, die optimale Cloud für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Kai Schmerer. Ich bin als Redaktionsdirektor bei Netmedia Europe und als Chefredakteur von ZDNet.de und Silicon.de tätig. Im heutigen Podcast geht es um Cloud-Lösungen und deren relevante Technologien mit Fokus auf KMUs. Es freut mich sehr, dass uns mit Ulrich Seibold, der Leiter des Geschäftsbereichs HPE GreenLake für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Hewlett Packard Enterprise zur Verfügung steht. Das Interview mit ihm führt meine im Cloud-Bereich spezialisierte Kollegin Ariane Rüdiger, die ich nun bitten darf, ihre Fragen an Herrn Seibold zu stellen. Bitte, Ariane. Ja, guten Morgen. Auch von mir noch einmal ein herzliches guten Morgen, Herr Seibold. Wir leben ja in etwas ungewöhnlichen Zeiten. Ja, nun haben wir also diese Gelegenheit, uns damit zu beschäftigen, was Sie als zukünftiger Leiter des Wageneinsteigen noch kurz sagen, was HPE GreenLake eigentlich ist. Das erklärt sich nämlich dann erklärt sich viel besser, warum Sie das machen als HPE. HPE GreenLake ist die Umstellung oder zusätzliche Bereitstellung aller Produkte von HPE als On-Demand-Service für die On-Premise-Nutzung bis zum Jahr 2022. Es sind bereits sehr viele Produkte und Lösungen umgestellt. Die kann man also als GreenLake-Service beziehen. Es ist noch nicht alles, aber es schreitet sehr schnell voran. Und jetzt kommen wir dazu, warum das eigentlich so wichtig ist, was Sie da tun. Es ist ja so, die Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen. Und welche sind das in der IT? Insbesondere gilt das auch für den Mittelstand. Das heißt also, warum ist es für den nochmal schwieriger oder herausfordernder? Ja, vielen Dank, Frau Rüdiger. In der Tat, wir sind in schweren Zeiten momentan, wir alle als Gesellschaft, aber auch die Unternehmen. Und ich denke, trotz der Schwierigkeiten, in der die Welt zurzeit sich befindet, wird dadurch die Digitalisierung stärker voranschreiten. Bedeutet, die Herausforderungen, die heute Unternehmen haben, werden sich ein Stück weit dahingehend verändern, dass eine ganz andere Priorität, und zwar bei mittelständischen Unternehmen, bei Großkonzernen war sie bereits da, aber auch nun in jedem mittelständischen Unternehmen einhergehen wird. Das heißt, die Geschwindigkeit, Prozesse zu optimieren, zu digitalisieren, weil eben möglicherweise Personen nicht immer zwingend vor Ort sein können, sehen wir ja leider in der heutigen Zeit. Also Geschwindigkeit, Prozesse zu etablieren, Change Management zu betreiben, Applikationen einzuführen, die eine Notwendigkeit haben, um auf neue Begebenheiten zu reagieren. Wenn ich jetzt heute sehe, dass wir oft Supply Chain Thematiken umstellen müssen, weil unser jetziger Lieferant vielleicht nicht mehr liefern kann oder weil eben Personen nicht vor Ort kommen können. Das Ganze einhergehend mit Sicherheitsaspekten, also Applikationssicherheit, Zugriffsrechte, das sind Themen, die uns treiben, und es ist kein neues Thema. Die Hewlett Packard Enterprise Strategie, Edge to Cloud, Plattform as a Service Anbieter zu werden, ist ja nicht neu. Ich glaube, wir sind Trendsetter, was diese Hybrid-Cloud-Thematiken angeht. Mittelstand, ehrlicherweise und fairerweise, hat einige Prozesse digitalisiert, wenn ich im Office-Bereich denke, wenn ich an vielleicht Backup-Thematiken denke, aber sind die Mittelständler wirklich an ihre Kernprozesse gegangen, die zu digital oder ja, digital vielleicht schon, aber zu verändern, in einer On-Premise oder Off-Premise Cloud zu betreiben? Das beginnt jetzt in einem viel stärkeren Maße, und das setzt ja unser HPE GreenLake Konzept an. Und uns ist bewusst, und ist mir auch wichtig, auch ich komme ja aus 10-jähriger Vertriebspartner-Historie bei Hewlett Packard Enterprise, und für uns sehr, sehr wichtig, nicht nur die mittelständischen Endkunden, sondern auch unsere mittelständischen Partner entsprechend auf diesem Wege mitzunehmen. Das ist für uns alle letztendlich eine Transition, aber, und das ist, glaube ich, das Schöne, das Portfolio von Hewlett Packard Enterprise wird ja, wie Sie schon richtig sagten, bis zum Jahre 2022 komplett auch, nicht ausschließlich, aber auch als Service angeboten. Also was der Kunde heute möchte, er will ja nicht per se in die Public Cloud, sondern was er eigentlich möchte, ist einen Service
oder eine Dienstleistung zu beziehen, wo er nur seinen Nutzen, das, was er wirklich nutzt, die Kapazität zum Beispiel, die zu bezahlen. Und das konnte in der Vergangenheit eben nur oder in schwerpunktmäßig von Service-Providern oder Public-Cloud-Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Und HPE hat ja begonnen, eigentlich schon vor 7 Jahren, typischerweise als Plattform, als As-a-Service, also Server, idealerweise Storage-Kapazitäten, als Dienstleistung zur Verfügung stellen. Und wir haben das die letzten Jahre unter GreenLake zusammengefasst. Und dieses Portfolio wird jetzt in rasenden Schritten ausgebaut. Da wird die nächste Stufe Mitte Juni announced, unsere Discover und Partner Summit in Las Vegas, kann ja wie viele Großveranstaltungen dieses Jahr nicht stattfinden. Wir werden über 3 Monate eine ganz neue Erfahrung mit unseren Kunden, unseren Partnern und Mitarbeitern durchgehen, weil wir eben diese Veranstaltungen in Blöcken virtualisiert, in einem wirklichen Erlebnismodus, können wir uns alle, glaube ich, drauf freuen, darstellen. Und da wird das Consumption-Thema neben der Thematik Daten ein Kernelement sein. Danke. Hybrid Cloud ist ein Trend. Warum ist der denn so wichtig und wie stellt sich HPE da auf? Teilweise haben Sie das jetzt schon beantwortet, aber da gibt es sicher noch ein paar Details. Genau. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir der Trendsetter sind und waren. Immer wieder gab es in der Vergangenheit IT-Themen, wo ich sagen darf, für die Packard Enterprise war dort ein Schritt voraus und hat die Richtung mit vorbestimmt. Und so ist es ja auch in dem Umfeld Hybrid Cloud. Ich glaube, wie ich schon sagte, der Kunde möchte ja nicht per se in die Cloud, im Sinne von in eine Public Cloud, sondern was er möchte und was er muss, nicht nur möchte. Er muss Leistungen, wenn ich jetzt aus der IT heraus zum Beispiel denke oder wenn ich Anwendungen zur Verfügung stellen muss, muss er in immer schnelleren Schritten dem Fachbereich Leistung zur Verfügung stellen. Das kann eine Applikation sein und unter einer Applikation, klar, ist eine Infrastruktur zu providen. Und das ist der Punkt, den der Kunde heute tun muss. Und das Zweite ist, er muss, und das sehen wir leider heute nur zu genau, wenn ich heute beschaffe, traditionell, habe ich natürlich 100% Kosten heute. Obwohl ich leider aktuell vielleicht nur 40% oder 50% Kapazität nutze. So, daher ist natürlich so ein Cloud-Service, wir nennen es Cloud-like Experience, genau das, was leider auch in diesen schweren Zeiten die Nachfrage befördert. Weil er heute eben dann nur diese Kapazität, welche er wirklich nutzt und die als Minimum vielleicht im Vorfeld vereinbart war, da gibt es verschiedene Stufen, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Aber er würde heute vielleicht nur 50% seiner genutzten Leistung bezahlen. Das heißt, er kann den Dienst sofort zur Verfügung stellen, weil es eben sehr, sehr schnell ausgerollt werden kann, die Infrastruktur von uns ja schon zur Verfügung gestellt wird. Welche das sein kann, komme ich nachher drauf. Ein Riesenvorteil für ihn, weil er dann Infrastruktur hat. Sobald sein Geschäft, was wir alle hoffen, die nächsten Wochen wieder hochfährt, ist die Infrastruktur schon da. Er fährt also automatisch über die Rechnungsstellung sozusagen von uns. Das, was er nutzt, bekommt er auf Stunden, auf Tages, auf was auch immer, auf Gigabyte-Basis, wie man das vereinbart hat, abgerechnet. Und somit hat der Kunde nicht, wie vielleicht historisch die Problematik, dass Infrastruktur entweder gekauft wurde, aber nicht zu wenig genutzt oder andersrum, sie ist nicht vorhanden, müsste aber kurzfristig beschafft werden. Und wir wissen alle, wie lange es dauert, Prozesse gerade auch im mittelständischen Umfeld zu etablieren. Und es sind nicht alle Services logischerweise dafür geeignet, in eine Public Cloud zu gehen, also Produktionsdaten. Wir reden ja von Edge to Cloud. Ich glaube, mein Office, ich habe Backup als Beispiel heute schon genannt, viele Leistungen werden wir in der Zukunft in der Cloud sehen, in der Public Cloud. Deshalb ist zur Frage das Thema Hybrid Cloud so essentiell wichtig. Ich brauche eine Interaktion zwischen Anwendungen, welche ich bei mir im Unternehmen halten möchte, Entwicklungsdaten, Produktionsdaten, Maschinendaten, weil das ja oft meine Wettbewerbsvorteile sind, gerade wenn ich ins deutsche Ingenieurswesen oder den deutschen Mittelstand denke. Wir in Baden-Württemberg sagen ja, wir haben ja in jedem Valley sozusagen einen Hidden Champion, wie unser Ministerpräsident mal verlautet hat. Das haben unsere amerikanischen Freunde nicht verstanden, aber ich glaube, in der Zwischenzeit konnten wir ihnen das dann entsprechend auch erklären. Also was ich damit sagen möchte, dieses Know-how, was bei uns in Deutschland technologisch, entwicklungstechnisch, sehen wir auch jetzt aktuell,
aktuell im medizinischen Bereich vorherrscht, wollen wir nicht zwingend nach außen geben. Aber es gibt Bereiche, die geben wir nach außen. Und deshalb ist es diese Interaktion zwischen, und deshalb Hybrid-IT oder Hybrid-Cloud, die Interaktion zwischen On-Premise und Off-Premise sehr wichtig. Und GreenLake Central ist das Tool, welches wir dort als Core-Element sehen, weil dort der Großkunde oder der mittelständische Kunde seine Daten, jetzt nicht Daten alleine, sondern eben auch seine Usage und seine Applikationen managen und verrechnen kann. Das heißt, ich habe eben nicht nur ein Cockpit oder ein Portal, sondern ich habe eben auch Verrechnungsinstrumente, wo ich bestimmte Services bei Public Cloud Providern nutze, ich sie aber in meine Kostenstelle von meinem Anwender verrechnen muss oder eben dasselbige, meine Maschinendaten, meine Produktionsdaten oder meine Warenwirtschaftsdaten, was auch immer, die ich on-premise halte, verrechne ich praktisch an meinen Kunden. Und für die IT ist ja der Kunde typischerweise der Anwendungsbereich oder der Fertigungsbereich, um ein Beispiel zu nennen. Das ist das, was wir unter Cloud oder Hybrid Cloud verstehen. Und der nächste Trend, den wir sehen, wird Cloudless sein. Also ist eigentlich ein Widerspruch in sich, könnte man meinen, Cloudless. Was wir damit sagen wollen ist, Cloudless, wir reden heute über On-Prem, Off-Prem, verschiedenste Varianten von Cloud, wie wir alle kennen. In der Zukunft liegen Daten oder Anwendungen, das glauben wir, irgendwo. Und für den Anwender, hoffentlich transparent, ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, aber eben nicht relevant, liegen sie eben ein Teil on, ein Teil off-prem, aber für den Anwender spielt es keine Rolle mehr, sondern Daten vom Smartphone, von der Public Cloud, von dem On-Prem-System, von der Maschine, von der Fertigung, von dem Auto oder. Diese Daten werden verarbeitet über ein zentrales Steuerungssystem. Das könnte das wäre unser Ziel, HPE GreenLake Central sein. Das wird die Management-Plattform, wo ich diese Steuerung übernehme. Und wenn ich dann, und deshalb Hybrid Cloud, wenn ich dann an eine Neuakquisition von Hewlett Packard Enterprise denke, MAPR, wir haben ja immer wieder die Thematik, wenn ich über Public Cloud spreche, wo liegen denn meine Daten und wie kann ich diese Daten, wenn ich sie zurückholen möchte, denn überhaupt managen? Da haben wir einen Zukauf getätigt, was für Großkunden jetzt sicherlich primär zunächst mal beginnt, MAPR zu implementieren, weil damit kann ich meine Datenströme und wo liegen denn meine Daten auch in der Public Cloud nachverfolgen. Ich habe praktisch sozusagen ein Verzeichnis meiner Datenströme oder meiner Directories und kann dann entsprechend meine Daten steuern. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die es heute im Markt in dieser Form noch nicht gibt. Da glauben wir, ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu haben. Unsere deutschen, hier kann ich das sagen, unsere deutschen Vertriebspartner sind hochgradig begeistert gewesen, weil das ein Instrument ist, wo auch ein Vertriebspartner natürlich nochmal in eine ganz andere Position beim Kunden bringt, weil er damit natürlich auch das Datenmanagement betreiben kann. Und ich glaube, das ist eine tolle Geschichte für die Zukunft und auch für den Mittelstand. Heute noch, ehrlicherweise, ganz klar, mehr im Großkundenumfeld das Datenmanagement zu sehen. Aber je mehr wir eben in diese Cloud- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen oder später Cloudless-Umgebungen gehen, glaube ich, ist das ein ganz entscheidendes Element, um eben das Datenmanagement zu betreiben. Und am Ende, es geht um die Daten, das wissen wir, glaube ich, alle. Warum sind denn diese Hybrid-Cloud, diese As-Service- und Hybrid-Cloud-Modelle besonders wichtig für den Mittelstand? Ja. Also, was die Großen das wollen, wissen wir ja. Ja, ich glaube, hier haben wir einen Punkt, den wir alle nicht unterschätzen sollten. Und wenn ich auch jetzt sehe, was alleine das Government in der Zukunft an Ressourcen, also an IT-Fachkräften benötigt, und wir reden jetzt nicht nur von Schulen, sondern ich rede von vielen, vielen Bereichen. Ich glaube, da werden ganze Generationen von IT-Fachleuten benötigt. Was ich damit sagen möchte, potenziell hat der eine oder andere mittelständische Unternehmen Schwierigkeiten, in der Zukunft Nachwuchs zu bekommen oder eben die Anzahl der geeigneten Nachwuchskräfte zu rekrutieren. Und deshalb, glaube ich, ist ein Element, als Beispiel SAP, ich glaube SAP in Deutschland 60-70% der Kernapplikation in vielen Unternehmen, eben auch im Mittelstand. Ich könnte aber auch andere Applikationen nehmen. In der Zukunft, beziehungsweise nicht in der Zukunft, auch heute schon,
bieten wir eben dann SAP S4HANA als Service an. Das heißt, der Kunde kauft, wir stellen ihm die Applikation zur Verfügung, wir stellen den Betrieb bis zu einem bestimmten Level sicher. Das heißt, diese Tätigkeit muss er nicht mehr machen und wir rechnen ihm dann ab bei S4HANA zum Beispiel die In-Memory-Storage-Kapazität, die er wirklich nutzt. Das ist wirklich, sag ich mal, Cloud in der Höchstform aus meiner Sicht. Das heißt, der Kunde, natürlich muss er seine Prozesse implementieren. Das können wir ihm und auch der Partner typischerweise nicht abnehmen. Die Prozessverantwortung, die liegt und obliegt dem Endkunden. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik. Unterstützt durch Vertriebspartner, selbstverständlich, aber die Hoheit liegt beim Partner. Aber warum soll er ein SAP-System betreiben, wenn wir oder der Partner das für ihn ein Stück weit übernehmen können, implementieren können? Er macht die Prozesse und bezahlt wirklich nicht die gesamte S4HANA mit allen Lizenzthematiken, sondern In-Memory-Storage, die er wirklich nutzt. Das wäre ein Beispiel. Oder wenn wir jetzt ein bisschen in Software-Themen gehen, Containerization. Das ist ja heute ein Thema in aller Munde. Jeder möchte eben ganz schnell neue Applikationen, hochstandardisiert, eben nicht proprietär, möchte er einführen. Und damit nutzen wir eben heute die Container-Technologien. Und wir bieten ihm dann eben Container as a Service. Das heißt, damit kann er vielleicht seine Alt-Applikation entkapseln, aber andocken an neue Technologien. Oder ich habe über Backup gesprochen, ich könnte andere Beispiele nennen, ganz einfache Beispiele. Storage ist, glaube ich, ein Idealbeispiel, um zu starten für einen Mittelständler. Storage, wissen wir alle, wächst tendenziell sehr stark, also die Datenmengen wachsen sehr stark. Und da ist ein Consumption Service ideal, weil heute kaufe ich teuer Hunderte von Terabyte an, oder Gigabyte, egal, an Datentöpfen, ich drücke es jetzt mal so aus, nutze aber zunächst vielleicht nur einen Bruchteil, 20%, 30%, 40%. Warum soll ich das Geld heute ausgeben für etwas, was ich erst in einem oder zwei Jahren nutze? Aber ich kaufe natürlich, weil ich dann auf 3 bis 5 Jahre ja kaufe, warum soll ich das heute tun? Warum kaufe ich diesen Service nicht ein? Hewlett Packard Enterprise über die Partner stellt mir die Infrastruktur zur Verfügung. Ich zahle, keine Ahnung, 40%, 50% als Basis und habe damit die Rechen- und in dem Fall Speicherkapazität für Jahre vor Ort. Und wenn ich eben 60%, 70%, 80% nutze, zahle ich es eben dann erst in 1, 2 Jahren, wenn ich es benötige. Oder wenn ich es nie benötige, zahle ich es nie. Das heißt, ich muss nicht in diese Vorleistung gehen. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wenn wir über Kapitalabflüsse und vor allem eben auch flüssiges Kapital zu haben, den Cashflow zu haben, ich glaube, in der heutigen Zeit essentiell wichtig. Und warum soll ich das für Server-Storage-Technologien ausgeben, heute, die ich aber erst in 3 Jahren voll nutze? Ich glaube, da ist so eine für einen Mittelständler in der heutigen Zeit, bei der Umstellung, die jetzt auf uns zukommt, bei potenziell schlechterem Wirtschaftswachstum über Jahre, da ist es, glaube ich, eine Ideallösung. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach jetzt weniger technisch, sondern eher strategisch oder generell die Weiterentwicklung der Infrastrukturen in den kommenden Jahren aus? Und welche Rolle kann HPE in diesem Zusammenhang spielen? Sie hatten eben schon mal ein bisschen in Richtung Technik argumentiert, jetzt geht es tatsächlich um die Strategie. Ja, also ich glaube, gerade im Sinne von Edge-to-Cloud, Plattform as a Service, das ist ja die Hewlett Packard Enterprise Core-Strategie. Ich glaube, da in diese Richtung wird es gehen. Wenn wir über Cloudless sprechen, also wirklich Daten stehen dem Kunden immer zu jeder Zeit in der Anzahl an Kapazität, wie er sie wirklich nutzt, zur Verfügung, dann spielt es keine Rolle mehr oder immer weniger eine Rolle, woher diese, aus welchem System diese Daten bekommen. Das heißt, ich glaube, die Anwendungen werden immer stärker hochstandardisiert werden. Ich habe jetzt über Container gesprochen, solche Themen. Also das ist jetzt nicht nur, oft hat man ja Hypes aus Amerika kommen, das ist wirklich nicht ein Hype, das ist wirklich eine Technologieveränderung. Das heißt, ich habe in der Zukunft offene Plattformen und betreibe Systeme, beziehungsweise nicht anders formuliert, der Kunde nutzt Systeme, die irgendwo betrieben werden. Bei ihm, bei einem Vertriebspartner oder bei einem Public Cloud Anbieter. Aber für ihn
nicht intransparent, aber unwichtig. Und dahin, da werden die Technologien gehen. Das heißt, die Technologie wird immer mehr verschmelzen. Wir können uns alle noch an den Software-as-a-Service-Trend, und ist auch kein Trend mehr, weil es geht alles in diese Richtung. Das heißt, es wird immer stärker Plattentechnologien, wird Software gesteuert sein, auf Server laufen. Das heißt, Server und Storage wird in der Zukunft vereint sein. Das wird immer stärker verschmelzen. Heute haben wir Converged, Hyper-Converged Systeme. Das sind aber eigene Technologien, die sukzessive zusammengeführt werden. In der Zukunft, glaube ich, reden wir über eine Systemeinheit, wie auch immer die denn heißen mag, über eine Systemeinheit und bildlich gesprochen, dort ist dann CPU und Datenspeicherungsperformance in einer einheitlichen Plattform gegeben und nicht wie heute, wo ich ja durchaus noch Schnittstellen habe, unterschiedliche Systeme. Mit Hyperconverged komme ich langsam in das Thema Software-Defined. Ich glaube, das wird sich in den nächsten 2 bis 5 Jahren überholt haben. Dann rede ich eben nicht mehr über Datenmengen, die ich im Speicher halte oder über CPU-Power, wenn ich an HANA denke, sondern ich habe dann eine, ich nenne es jetzt mal, eine Einheit, eine Rechen, eine Speichereinheit, die alles in einem ist. Ich will jetzt nicht von All-in-One sprechen, aber in diese Richtung wird es gehen. Vielen Dank. Das war sehr interessant und ich denke besonders für die mittelständischen Zuhörer. Dann wünsche ich Ihnen einen sehr guten Start in Ihre neue Aufgabe und dass Sie tatsächlich das umsetzen können zugunsten des Mittelstandes, was Sie sich vorgenommen haben. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Ja, wir sind nun am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank an Herrn Seibold für den interessanten Einblick rund um Lösungen von Hewlett-Packard Enterprise für KMUs. Wir hoffen, dass die gebotenen Informationen für Sie nützlich waren und Sie einige Anregungen für zukünftige Digitalisierungsprojekte in Ihrem Unternehmen erhalten haben. Noch mehr Informationen zum Thema finden Sie unter zdnet.de/KMU. Ich hoffe, Sie beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu können und wünsche Ihnen bis dahin eine erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören.